erwachsenen Raupen des großen Schillerfalters begeben sich auf die Blattunterseite der Salbeitenblätter, wenn sie verpuppungsbereit sind. Diese Raupe hat sich schon leicht verfärbt und das ist ganz typisch für die Raupen des großen Schillerfalters. Sie nehmen dann einen etwas helleren, so hellflaschengrünen Farbton an, während die Raupen, die erwachsenen Raupen des großen Schillerfalters, die noch aktiv sind, noch fressen und noch wachsen und sich auch noch mal häuten, eher dunkelgrün sind oder normalgrün. Ich zeige euch jetzt mal im Vergleich dazu eine Schillerfalterraupe, die erwachsen ist und noch nicht verpuppungsbereit ist. Da haben wir eine große Schillerfalterraupe, also eine große Raupe des großen Schillerfalters, Apertura iris. Und ihr seht, die Raupe, die befindet sich noch auf der Blattoberseite, die ist also noch nicht verpuppungsbereit. Die Raupen des großen Schillerfalters sind wirklich schwer im Laub der Saalweide ausfindig zu machen. Hier seht ihr die für die großen Schillerfalterraupen das typische Gehörn. Die Raupen sind sehr lethargisch, bewegen sich nicht sehr schnell. Man sieht sie eigentlich selten mal fressen. Und wenn man auf die Suche geht nach Schillerfalterraupen, dann muss man nicht nach den Raupen suchen, sondern eher nach Blättern, auf denen sie gefressen haben. Und ich zeige euch jetzt mal, wie Blätter aussehen, auf denen die Raupen gefressen haben. So sieht das zum Beispiel hier aus. Die lassen hier meistens diese mittlere bestehen und fressen dann so außenrum. Ja, und auch das ist so ganz typisch das Fraßbild für die erwachsene Raupe. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wie das ausschaut, wenn eine Jungraupe gefressen hat. Denn auch nach denen kann man ja Ausschau halten. Das sieht dann so aus. Ein sogenannter Fähnchenfraß. Da seht ihr da vorne in der Blattspitze so ein Fähnchen stehen. Das ist ganz typisch für den großen Schillerfalter. Die Raupe des großen Schillerfalters hat sich nun kopfüber auf der Unterseite des Saalweidenblattes angesponnen. Man erkennt jetzt auch deutlich, dass ihre Farbe ein wenig aufgehellt ist und mehr so an ein helles Flaschengrün erinnert. Zwischenzeitlich ist jetzt genau ein einziger Tag vergangen, also gut 24 Stunden hat sie dazu gebraucht. Und nun wird sich in den nächsten Stunden die Verpuppung vollziehen. Die Puppe ist noch recht frisch, sie ist noch grün. Und ja, man erkennt noch keine Verfärbung, die darauf schließen lassen, dass der Falter bald schlüpfen wird.
der wunderbare schillernde Effekt auf den Flügelflächen des kleinen und auch des großen Schillerfalters kommt dadurch zustande, dass die in den Flügelflächen vorhandenen Kristallschuppen das gesamte Spektrum des Lichtes absorbieren und die blauen Anteile reflektieren. So kommt je nach Blickwinkel, den man auf die Flügel, auf die geöffneten Flügel des Schillerfalters hat, dieser bläuliche, manchmal violette, ab und zu auch grünliche oder himmelblaue, metallisch blaue Schillereffekt zustande. Die Struktur der Kristallschuppen auf den Flügeln der Schillerfalter ist ähnlich wie bei Dachziegeln, die übereinander liegen, angeordnet. Mit dem Rasterelektronenmikroskop konnte ich mit einer ausreichenden Vergrößerung diese Struktur ganz eindrucksvoll sichtbar machen. Was macht sie? Manchmal muss ich nur gut zureden. Ja, ab und zu macht er das. Theater mit. Ja. Immer wieder kann ich in der Natur apparative Schillerfalter beobachten. Das bedeutet, das sind Schillerfalter, die in ihrem Aussehen deutlich von der Norm abweichen. Womit das zusammenhängt, ist völlig unklar. Vermutlich ist es aber einfach nur eine Laune der Natur. Die Weibchen des großen Schillerfalters sind etwas wählerischer als ihre männlichen Artgenossen. Sie stehen zum Beispiel sehr auf süße Früchte, Baumsäfte, während die männliche Konkurrenz, die männlichen Falter, mehr auf stinkende Substanzen wie Kot, Urin und Aas stehen. Weibliche Schillerfalter kommen direkt nach der Paarung auch auf den Boden, auf den Waldboden herunter, wo sie an nasser Erde saugen. Brauchen die Mineralien und auch die zuckerhaltigen Substanzen für die Eireife. Die Weibchen des großen Schillerfalters kann man sehr gut mit süßlichen Substanzen, wie zum Beispiel
einem frisch aufgeschnittenen Apfel, wie in diesem Fall, anlocken. Im Gegensatz zu den männlichen Faltern besetzen die weiblichen großen Schillerfalter und auch die weiblichen kleinen Schillerfalter in ihren Flügeln keine Kristallschuppen, die das blaue die den blauen Anteil des Lichtes reflektieren. Deswegen schillern sie auch nicht. Weiblichen Schillerfaltern fehlen die Kristallschuppen in ihren Flügeln. Deswegen reflektieren sie auch nicht das blaue Licht und schillern somit nicht. Hier habe ich jetzt mal ein Bild von einem Schillerfalter-Männchen. In diesem Fall war das ein kleiner Schillerfalter. Ich fand ihn tot am Boden, auf dem Waldboden liegend. Mit dem Raster-Elektronenmikroskop konnte ich eine Aufnahme machen von den Kristallschuppen, die wie Dachziegeln übereinander liegen.